Hallo liebe Leute, ich berichte euch von der Leipziger Buchmesse, die nicht stattfindet. Heute wäre Messe Samstag gewesen, also der Tag mit dem größten Besucheransturm und mit den meisten Veranstaltungen, und hier ist gar nichts. Ich zeige euch mal, wie das Messegelände aussieht, und das ist wirklich traurig. Trotz alledem, man kann es nur immer wieder wiederholen, ist es vollkommen richtig gewesen, diese Messe abzusagen. Und als sie abgesagt wurde, war die Situation noch nicht so heftig, wie sie jetzt heute an diesem eigentlichen Messesamstag ist. Für viele Autoren, für viele Verleger und für viele Besucher ist die Leipziger Buchmesse das Wichtigste im Bücherjahr, im literarischen Jahr, und sie findet nicht statt. Ich habe mich mal so ein bisschen umgehört, und gerade bei den kleineren Autoren, für die es unheimlich wichtig ist, auf Messen zu gehen, Publikum da zu sehen, weil sie nicht die Verbreitungswege haben, die große Verlage haben. Gerade für die ist es besonders enttäuschend. Einer dieser kleineren Autoren, für die das eben wichtig ist, sich auf dieser Messe zu zeigen. Nicht nur schön, das ist auch, es macht unheimlich viel Spaß, die Leute zu treffen, die Kollegen, die Leser, die Besucher, die Verlage, die Verleger. Das alles ist unheimlich schön. Gleichzeitig ist es wichtig, um sich bekannt zu machen, um seine Bücher vorzustellen, Lesungen zu machen, zu signieren. Einer von diesen Autoren ist Tobias Bachmann, und dem ist die Enttäuschung und die Trauer deutlich ins Gesicht geschrieben. Der Ausfall der Leipziger Buchmesse 2020 ist bedauerlich, ärgerlich. Ich war wütend und vor allem sehr traurig. Traurig vor allem darüber, dass ich euch dieses wunderbare Buch nicht persönlich präsentieren konnte. Ich hätte Lesungen gehabt, Gespräche, ich hätte signiert, ging alles nicht. Von daher Hashtag Bücherhamstern. Für uns bedeutet die abgesagte Messe, dass uns unheimlich viel Spaß verloren gegangen ist, unheimlich viel Freude, Vorfreude. Die Lesungen, die wir nicht sehen können, die Bücher, die wir da in der Messe nicht anfassen können, die Verlage, Verleger und Autoren und vor allen Dingen auch die ganzen Freunde und Kollegen, die man da vielleicht hätte treffen können, das ist für uns alles hinfällig. Hinzu kommen die Kosten, das ist wieder eine ganz andere Frage. Aber es gibt auch Menschen, die monatelang geplant haben, um ihre Events auf dieser Messe und rund um die Messe stattfinden zu lassen. Und für die ist auch alles jetzt hinfällig. Monatelange Planung, leider völlig umsonst. Einer, der das erlebt hat, den stelle ich euch jetzt vor. Und wenn er auch versucht, möglichst gefasst zu klingen, kann man auch bei ihm durchhören, wie fürchterlich es ist, diese ganzen Planungen, die ganze Freude auf die Events, wie fürchterlich es ist, das alles jetzt völlig umsonst gemacht zu haben. Denn ich bin als Vorstandsmitglied im Bundesverband junger Autorinnen und Autoren tätig, und als solches habe ich relativ viele Veranstaltungen organisiert auf der Messe. Ich glaube, es waren insgesamt jetzt 28 oder so, die wir geplant hatten. Dabei war auch ein Autoren-Speed-Dating mit über 150 Autoren, wo sie Verlage kennenlernen konnten. Und einmal bedeutet das natürlich für mich und für den ganzen Verband, für uns alle, die daran beteiligt waren, dass jetzt Monate an Arbeit und auch eine Menge Geld, was wir investiert haben in Flyer und in Mitgliedsmagazine, einfach futsch ist. Was mir noch mehr Bauchschmerzen bereitet, ist, was das jetzt für eine Auswirkung haben wird auf die Buchbranche. Also für die Autoren, die jetzt teilweise selber Stände sich organisiert hatten und das Geld jetzt nicht zurückbekommen. Für die ganzen kleinen Verlage, die jetzt auch eine Menge Geld verloren haben. Meine, momentan sind so die Schätzungen, dass allein für Leipzig die Kosten, also das, was an Geld verloren geht, dadurch, dass die Buchmesse abgesagt wird, so um die 100 Millionen Euro betragen werden. Und wenn man das jetzt noch dazu rechnet, was da alles verloren geht für die kleinen Verlage, für alle anderen, die beteiligt sind, da mache ich mir wirklich Sorgen, ja, dass nicht ein paar geschätzte Verlage von mir, mit denen ich auch persönlich befreundet bin, mit den Verlegern, ob die dann nicht möglicherweise pleite gehen. Ja, also gut ist das alles für die Buchbranche nicht und für Leserinnen und Leser und für Autoren und Autoren absolut nicht. Aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, warum die Messe abgesagt wurde. Ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht besser kommuniziert wurde. Also wir haben ja mit der Messe in Kontakt gestanden. Wir haben zusammen mit der Messe Dinge geplant und organisiert, und es hieß noch 2 Tage vor der Absage, die Messe wird auf jeden Fall stattfinden. Wurde danach abgesagt, trotzdem. Aber ich kann es ziemlich gut verstehen, warum es gemacht wurde. Ich bin selber jedes Jahr nach der Messe erstmal krank, meistens mit so einer leichten Grippe, weil man da auf der Messe doch manchmal ziemlich kuschelig zusammengedrängt wird in den Gängen oder auch ja, mit Hunderten von Leuten sich trifft, Hände schüttelt. Da kann ich schon verstehen, warum dann die Politik sagt, die Messe wird gecancelt, weil am Ende wettet das wahrscheinlich möglicherweise ein paar Menschenleben.
ein ganzes Jahr drauf. Und jetzt die ganzen anderen Booktuber wieder zu treffen, auch die, wo aufgehört haben. Und jetzt fällt alles aus, das war total schade. Einerseits ist es gut, weil man die Leute schützt, aber ja, andererseits ist es halt schade, es muss man wieder ein ganzes Jahr warten, bis es wieder losgeht. Es ist sehr schade natürlich, dass die Buchmesse abgesagt wurde, zumal das auch so kurzfristig war. Also die Veranstalter haben sich sehr viel Zeit gelassen, aber es ist nachvollziehbar aufgrund der aktuellen Situation. Traurig. Traurig, aber ich verstehe die Entscheidung. Ich glaube, dass dieser Virus vielleicht eventuell eine verstärkte Grippe ist, aber ich weiß, dass ich nichts weiß. Und wenn man nicht weiß, genau Bescheid weiß, dann war die Entscheidung richtig. Man kann dieses Risiko nicht eingehen. Das ist ein Spiel mit Menschenleben. Und wie ich gehört habe, in England, der Boris Johnson sagt, wir unternehmen gar nichts, wir lassen die Grippe durch. Das ist ein Spiel mit Menschenleben. Und es war richtig, die Buchmesse abzusagen. Natürlich für uns Verlage, gerade auch für die Kleinen, aber naja, die Großen sind ja auch betroffen. Wir haben schon viel Geld reingesteckt und ist ein Riesenverlust, aber was will man machen? Ganz vieles in der Fiktion gefällt mir deswegen so gut, weil ich mich danach zurücklehnen kann und sagen kann, ist bloß eine Geschichte. Und dieses Gefühl habe ich im Moment gerade nicht, weil Corona ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist leider Wirklichkeit und eine Pandemie. Und so viele Filme und Bücher, die irgendwelche dystopischen Endzeit-Szenarien malen, ja, wie wahr es sein kann und wie nah es an der Wirklichkeit sein kann. Das ist erschreckend. Ich wünsche euch allen gute Gesundheit, alles Gute und bis zum nächsten Mal.